ich kann Menschen sehr gut begeistern. Also ich kann aus denen Motivation rauskitzeln, die sie von sich vielleicht selber gar nicht gedacht haben. Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Andreas Scott, ich bin Gründer und Inhaber der Körperverwandlung und helfe über 10 Jahre Frauen dabei, dass sie sich in dem Körper wohlfühlen und das Ganze ohne zu hungern und ohne einen Jojo-Effekt. Heute gibt es wieder mal ein Mitarbeiterporträt und zwar heute von unserer Teamleitung, der lieben Steffi. Wir hatten direkt eine gemeinsame Verbindung, eine Verknüpfung durch unser Hobby. Also wir sind natürlich beide als Wettkampfathleten ambitioniert, einfach alles für unser Ziel zu geben. Steffi ist als Head Coach bei uns natürlich in die Coachings involviert und ist der kommunikative Part. Wenn du bei uns im Coaching bist und dann in irgendeiner Form ein Problem hast mit deinem Ernährungsplan, Trainingsplan oder vielleicht auch einfach eine persönliche Herausforderung hast, genau an dieser Stelle, da ist Steffi bei uns das wichtige Bindeglied. Ich stehe halt morgens auf und das erste Fass, woran ich denke, sind die Teilnehmerinnen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir gemeinsam mit unseren Ladies den Weg gehen und vor allem aber auch die persönlichen Herausforderungen individuell meistern. Das ist tatsächlich der Unterschied, wie wir uns von ganz vielen Mitbewerbern am Markt abheben. Dass ich durch meine Expertise, also durch das, was ich liebe, einfach Menschen begeistern kann und ja, mit ihnen zusammen die Mission, ihren eigenen Wohlfühlkörper zu erreichen, umsetze. Wir arbeiten individuell und wir machen keine Massenabfertigung. Aus diesem Grund heraus bieten wir auch ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch an, dass du uns kennenlernen kannst und wir dich kennenlernen. Denn ich bin hier auch ganz transparent. Es bringt nämlich auch nichts, wenn wir feststellen, dass du gar nicht 100% bei uns reinpasst, beziehungsweise wir auf der anderen Seite sagen, hey, wir sind vielleicht gar nicht die richtigen Ansprechpartner für dein Problem. Es war schon immer so, dass Andreas sehr intensiv zugehört hat. Und wir uns untereinander auch gut austauschen konnten, was unsere Themen auf der Arbeit angeht, wie wir uns verbessern können, auch als Menschen. Und das ist was, was ich auch wusste, wenn er mein Chef wird bei der Körperverwandlung, ich auch sehr an ihm schätzen werde. Im Coaching wird natürlich ja einfach alles gegeben, dass unsere Teilnehmerinnen zu dem jeweiligen Thema gut abgeholt werden. Falls du Lust hast und uns schon eine Weile verfolgst, dann buch dir gerne bei uns eine kostenlose Beratung. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall mal ganz viel Spaß mit der lieben Steffi in unserem Mitarbeiterporträt. Freue mich natürlich, wenn du ein Like da lässt oder ein Abo, wenn du keines unserer Videos verpassen möchtest. Liebe Grüße, euer Coach Andreas. Körperverwandlung. Hallo, ich bin die Steffi. Ich bin Teamleitung und Coach bei der Körperverwandlung, komme aus Rechen. Als Teamleitung bin ich Ansprechpartnerin und Kommunikationsperson für unsere Teilnehmerinnen, betreue sie wirklich ab der ersten Minute im Onboarding bei uns und danach natürlich auch über WhatsApp. Sie kommen mit allen möglichen Fragen und Anliegen auf mich zu. Und dann bin ich natürlich auch für ihre Werteerfassung zuständig und betreue sie selbstverständlich auch im Coaching. Ja, also wie sieht so mein Arbeitsalltag aus? Also ich muss sagen, ich kann gar nicht so richtig sagen, ob das ein Arbeitsalltag ist, weil ich stehe halt morgens auf und das erste Fass, woran ich denke, ist halt, ja, sind die Teilnehmerinnen. Das heißt, ich gucke halt morgens erstmal aufs Handy, ob noch spät abends irgendwelche Nachrichten reingekommen sind und gehe dann erstmal zum Training. Und während ich mich aufwärme, beantworte ich einfach die ersten Fragen auf WhatsApp, weil mir das ein Anliegen ist, einfach möglichst schnell auch da Antworten zu liefern. Dann, wenn ich mit dem Training fertig bin und so richtig offiziell mit der Arbeit starte, mache ich es meistens so, dass ich nochmal einen kurzen Blick aufs Handy werfe, ob Nachrichten sind. Und meistens starte ich gegen 10 mit den offiziellen Terminen, das heißt mit den Onboarding-Terminen. Später gibt es dann eventuell auch einen Erfahrungsaustausch, den unsere Teilnehmerinnen gebucht haben, die dann fortgeschrittener sind und nach der intensiven Zeit nochmal einen Austausch brauchen. Ja, und dann abends, je nachdem, ob wir Coaching haben, bereiten wir uns dann schon im Team aufs Coaching vor, spielen uns einfach untereinander so ein bisschen warm und gehen die Themen durch. Und dann im Coaching wird natürlich ja einfach alles gegeben, dass unsere Teilnehmerinnen zu dem jeweiligen Thema gut abgeholt werden. Und dann gibt es nach dem Coaching eine kurze Nachbesprechung. Ich schaue nochmal kurz aufs Handy. Und ja, dann ist der Tag auch schon vorbei. Warum arbeite ich mit Andreas zusammen? Also da gibt es super viele Gründe, kann ich sagen. Ich habe ihn ja schon vor 10 Jahren kennengelernt. Damals als Studioleitung in Leverkusen. Und wir hatten direkt eine gemeinsame Verbindung, eine Verknüpfung durch unser Hobby. Also wir sind natürlich beide als Wettkampfathleten ambitioniert, einfach alles für unser Ziel zu geben. Und es war schon immer so, dass Andreas sehr intensiv zugehört hat
und wir uns untereinander auch gut austauschen konnten, was unsere Themen auf der Arbeit angeht, wie wir uns verbessern können, auch als Menschen. Und das ist was, was ich auch wusste, wenn er mein Chef wird bei der Körperverwandlung, ich auch sehr an ihm schätzen werde. Also am meisten an meiner Arbeit schätze ich, dass mir sehr, sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird. Ich eigenständig arbeite, mich aber durch den Andreas so motiviert fühle, eigenständig diese Ziele auch zu erreichen. Und dass ich durch meine Expertise, also durch das, was ich liebe, einfach Menschen begeistern kann und ja, mit ihnen zusammen die Mission, ihren eigenen Wohlfühlkörper zu erreichen, ja, umsetze. Dadurch, dass ich ja im Homeoffice arbeite, bekommt mein Mann ja das eine oder andere mit. Kleiner Funfact von mir ist, natürlich ist es so, dass ich immer auf meine Ernährung achte und auch wenn ich als Wettkampfathletin unterwegs bin, da ganz fokussiert bin. Natürlich bin ich aber auch ein Mensch und ab und zu brauche ich vielleicht auch mal so eine kleine Süßigkeit und mein Mann weiß, dass ich Kinderriegel liebe. Und das Lustigste, was er jemals zu mir gesagt hat, ist, er kam nach Hause, meinte, Steffi, ich habe Glatteis gekauft. Und das ist seitdem so ein Running Gag zum Thema, wenn man mal ausgerutscht ist, Glatteis einzukaufen. Meine Superpower bzw. die Superpower von der Steffi ist, ich kann Menschen sehr gut begeistern. Also ich kann aus denen Motivation rauskitzeln, die sie von sich vielleicht selber gar nicht gedacht haben. Als Kind wollte ich ursprünglich werden, weil meine Eltern immer gesagt haben, du musst studieren, habe ich immer gesagt, ich werde Rechtsanwältin. Ja, ich bin Teamleitung und Coach bei der Körperverwandlung. Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst.